Ja, wir machen weiter mit Drachenlord versagt in Monster Hunter World Iceborne. So. Ich habe mich wirklich sehr, 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 sehr lange dagegen gesträubt, mir das anzugucken. Es gibt auch längere Versionen. Ich habe mir jetzt eine geschnittene Version vom Ursel-Dinger rausgesucht. Ist natürlich unten verlinkt. Schaut gerne bei ihm vorbei. Ich habe eine lange Geschichte mit Monster Hunter World, vor allem Iceborne und so weiter und so fort, weil ich habe das wirklich mit einem Kollegen, aber auch alleine unendlich viel gespielt. Also, ich will jetzt nicht den Rainer machen, aber ich habe wirklich in World, keine Ahnung, 800, 900 Spielstunden. Also, ich habe wirklich lange, lange dieses Game gespielt. Würde auch behaupten, dass ich recht gut war und ja, habe halt jeden Bums gemacht, den man so machen kann. So. Und jetzt wollen die Leute, dass ich mir angucke, wie Rainer in Monster Hunter World versagt. Und ich muss euch ehrlich sagen, das wird mir an die Substanz gehen. Deswegen habe ich mich ganz, ganz lange dagegen gewehrt, mir das anzugucken. Aber ich habe drei, vier E-Mails bekommen, wo die Leute gesagt haben: Hey, bitte, bitte, guck das doch mal an. Und ja, mein Gott, dann gucken wir es uns jetzt halt einmal an. 8 Minuten 40, mein Gott, wir kriegen das hin. Okay, ja, wir schaffen das, wir bleiben stark. Wir gehen rein. Und bringen das hinter uns. Let's go. Habe ich mir erstmal eine Zigarillo angeschürt. Wieso hast du eine Waffe? Er hat sich eine Zigarette angeschürt? Was? Wer sagt denn sowas? Ich habe mir jetzt erstmal eine Zigarette angeschürt. Gezogen, ich habe die Taste gedrückt. Nein, 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 ich höre schon. Falter! Ich höre schon, oh nein. Lass dir das gerne versauen, wir wollen dich leiden sehen. Ja, Piss in danke das dir. Gesicht. Ja, danke dir, danke dir. Ey, wenn ich dieses Buttongemäße schon höre. Oh mein Gott. Okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Drück die Waffe! Zieh die Waffe! Oh nein. Warum hat er die Waffe nicht gezogen? Was war das jetzt? Also, meine Hauptwaffe war Hammer. Wenn er Hammer spielt, raste ich aus. Ich hoffe wirklich, er spielt keinen Hammer. Wenn er Hammer spielt, weil, also ich will wirklich nichts sagen, aber ich weiß zu 100%, wie man Hammer spielt, wie man die Moves ordentlich und wirklich, ja, passend macht für die Monster und so weiter und so fort. Wirklich, ich habe den Hammer verdammt nochmal studiert und geheiratet. Und wenn er Hammer spielt, dann werde ich wahnsinnig. Gott sei Dank hat er bis jetzt noch Waffen, wo ich keine Ahnung habe. Langschwert geht, Doppelklinge hatte ich auch ein bisschen, ist okay. Aber wenn er den Hammer benutzt, dann kann ich nicht mehr. Ich habe noch Hoffnung, dass er den nicht hat. Wieso bin ich verreckt? Mann, Alter, wenn man immer nicht weiß, wo der ist. Ach, leck mich doch. Wenn man immer nicht weiß, wo der Gegner ist, Alter, sowas regt mich immer auf, ey. Ja, das ist natürlich, man kann die Gegner sogar anvisieren, Rainer. Mann! Oh, das macht mich jetzt schon wahnsinnig, ey. Ja, wechselt die Waffe 15 Mal, hat jetzt diese komische Lanze, ja, und wundert sich, dass er mit keiner richtig umgehen kann. Und auch diese Beschwörungsgeschichte da. Ist immer derselbe Scheißdreck. Hallo, ich hab F gedrückt. Ich hab meinen verfickten Schutzschild hochgehalten. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen, Rainer? Weil du eingeschlossen bist. Woran könnte das liegen? Okay, ich bin tot, weil ich mich nicht bewegen kann. Seit wann kann der mich festhalten? Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße, Alter? Ich hab. Ich kann mir das nicht geben. Ey, dieses Spiel ist so verdammt gut. Und, ey, und Rainer erzählt mir was. Oh, ich kann mich nicht bewegen. Es ist ja total doof. Was das, Mann? Der Typ ist schon nervig genug gewesen. Der braucht nicht noch neue Mechaniken, dass er einem noch mehr auf den Sack gehen kann. Der Typ ist so asozial nervig sowieso schon. Der braucht nicht noch mehr Mechaniken, womit er einen auf den Sack geht. Was zum. Ich will nicht auf die Scheiß. Ich will die verfickte Truhe. Die Truhe hat oben zu sein, nicht in der Mitte. Die hat. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so sehr. Ja, die Truhe hat oben zu sein. Alles schlecht programmiert, Rainer. Oben zu sein. Hä? Als ob der mich zweimal besiegen kann hier. Was zum. Wieso hat er jetzt eine Scheißwaffe gezogen? Ich hab E gedrückt. Ich war nicht mal auf der linken Maustaste.
drück jetzt das scheiß Feuer an. Was ist das gewesen? Ich habe meinen verfickten Schutzschild hochgehabt. Ich habe eine undurchdringliche Blockade. Nicht einmal ein One-Hit-Blocker, nicht mal ein Blockbrecher kann mich killen. Und nicht mal ein One-Hit-Blocker, ich kann das nicht mal nachsagen, was er gerade gesagt hat. Nichts kann mich killen, ich habe ein Schild. Und wieso blocken, wieso können die mich killen? Normalerweise bin ich unangreifbar, wenn ich meinen Block drinnen habe. Oh. Och, das ist schon wieder so eine unrealistische Scheiße, die mir schon wieder auf den Sack gehen kann, ey. Oh, Rainer, heul doch, wirklich. Heul doch, ja. Ist ja doof, ne? Das ist ein Spiel, wo du auch mal eine Herausforderung hast. Och, armer Reini. Ja, spiel doch Hello Kitty Spaßinsel und geh mir nicht auf den Sack. Mach mir nicht Monster Hunter World auch noch kaputt, Mann. Das ist so komplett unnötig eigentlich. Das kann gar nicht passieren. Ich bin eigentlich unangreifbar, wenn ich in Blockade bin. Oh, Mann, Gott sei Dank habe ich diese Lanze so gut wie gar nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob man unangreifbar ist. Deswegen, ich will gar nicht gegen argumentieren, weiß ich nicht. Aber ist er bestimmt nicht. Nein, das Ziel ist gerade ein anderes Viech. Halt die Schnauze. Hör auf, uns immer zuzutexten. Das wollen wir nicht wissen. Das ist gerade das Ziel. Ich will den jetzt machen. Rainer verkackt sogar gegen die kleinen Viecher. Rainer verkackt sogar gegen die kleinen Viecher. Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Alter. Ich erwisch die Gegner nicht. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Ich bin gefangen. Ich bin verflucht nochmal gefangen. Hol mich da raus. Du, sag mal, bleibt der Streamen eigentlich online? Alter. Ist das jetzt ein Meme für heute oder so? Für die Leute, die das YouTube-Video gucken, ich werde in diesem Stream das 15. Mal jetzt gefragt, ob dieser Stream online bleibt. Und das auch noch jetzt in diesem Monster Hunter World Video. Leute, ganz dolle gefährlich. Ganz, ganz dolle gefährlich. Was ist das denn so? Oh. Ey, wollt ihr mich verarschen? Mal Schüttellähmung oder was? Alter. Danke, Wingelwongel, dass du das Let's Play schaust. Ja, natürlich, klar. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, um es mit den Worten des Fuchses zu sagen. Host Kevin und Syndamix, vielen Dank für eure Unterstützung. KD kommt auch gleich noch rein. Der fragt mich auch, bleibt der Stream online? Ja, er bleibt online, Leute. Aber frag das doch bitte noch ein paar Mal im Chat und bitte auch in den YouTube-Kommentaren. Dankeschön. Alter. Beweg dich, renn! Das Problem ist, diese scheiß Nagras! Diese scheiß Nagras, genau. Diese scheiß Jagras, meine ich. Mann, das ist so nervig! Der ist sowieso schon piss wie Sau! Und dann kann ich ihn nicht einmal killen. Guck mal, er hat kein Leben! Und er guckt wahrscheinlich nicht mal auf sein verdammtes Leben. Und anstatt mal die Waffe wegzustecken, mal kurz Distanz zu gewinnen und einfach mal kurz einen Trank zu trinken oder sich wenigstens seinen verdammten Umhang umzuschmeißen oder so. Ja, geht er weiter drauf und wundert sich dann, hä? Ich bin tot, aber ich hab doch gedrückt. Mit dem blöden Ding. Ich war in der verfickten Blockade, der hat sogar eine Blockade getroffen. Wieso bin ich verreckt? Was war das? Ich hab geblockt gehabt, der hat sogar den Block getroffen und ich bin trotzdem erwischt worden. Weißt du was, leck mich. Nein, da habe ich keinen Bock jetzt drauf. Ich hab keinen Bock jetzt meinen Morgen damit zu verbringen, mich aufzuregen. Wie ein kleines Kind. Ja, ich muss mich ja gerade auch aufregen, Rainer, was soll ich sagen? Keinen Bock drauf. Das ist eine komplett unrealistische Scheiße gewesen. Ich hab blockiert und der hat mich gekillt. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Oh nein. Rainer größer als Wingel in MPS. Bleibt der Stream online? Ja, der Stream bleibt online, Alter. Das kann gar nicht sein, das geht gar nicht. Man hat sogar gesehen und gehört, dass er geblockt hat. So, bumm. Das kann nicht sein. Was ist denn das für eine Scheiße, sag mal. Das ist ja nicht dein Ernst. Oh, jetzt textet die Tussi uns wieder zu. Wir müssen uns nur denken. Ja, Schnauze. Halt die Fresse, interessiert mich nicht. Mann, du gehst mir auf den Sack. Was zum... Ach, halt doch die Fresse. Oh, Lem, das ist noch eine so niedrige Quest. Wir werden das so wegrotzen, das Viech. Eigentlich wollte ich noch was phrasen. Ach, wo eiert er denn rum? Hä? Als ob ich den nicht auf der Map sehe. Komm schon. Oh, Bieselschuss geht mir jetzt auch noch auf die Eier. So, ich hab den mal gedummkapselt. Ernsthaft? Ist das euer Scheiß Ernst, Alter? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich den nicht versehentlich
Was zur Hölle? Ich habe dreimal jetzt rechte Maustaste gemacht. Rainer, man hört das. Man hört das, dass du 30 mal rechte Maustaste gedrückt hast. Dummes Viech. Mann, ich hasse die scheiß Lanze, Alter. Wenn ich mich an den Gegner ranziehen will. Wenn ich mich an den Gegner ranziehen will, dann will ich mich ranziehen und will nicht ewig dann noch mit irgendeinem anderen Scheißdreck rumeiern. Ach ey, der regt mich so auf. Alter. Die Steuerung ist so gut. Die Steuerung ist so gut und vor allem mit Iceborne, mit diesem Greifhaken, ist es so geil. Du bist so schön mobil. Du kannst im Kampf wirklich wunderbar agieren. Und Rainer beschwert sich die ganze Zeit über jeden Bums. Ich möchte mir das nicht mehr geben. Was ist das jetzt für eine Scheiße? Da kann mir jeder mal groß Schaden machen, selbst wenn ich gar nichts mache. So stark ist, so schwach bin ich, so stark bin ich, so schwach ist er, so rum. Ich erschlag das Viech. Ich erschlag das Viech, Alter. Was hat er jetzt, wieso hat er mich jetzt umgeschubst? Weil er da hochgesprungen ist und du im Weg warst und dann stößt er dich weg, Rainer. Basic stuff. Basic stuff, Alter. Ich weiß, ich bin ja kein Anfänger. Doch. Oh, ich kotze gleich. Ach Mann, Alter, ich könnte schon wieder kotzen. Heute ist die Steuerung wieder irgendwie so richtiger Abfuck. Ja, ja, laber nicht. Piss dich lieber. Geh mir nicht auf den Sack. Nein, ist es nett. Halt die Fresse. Also, nochmal ins Korallenhochland. Geh mir nicht auf den Nerv. Ich hab gesagt, Südlager will ich haben. Mann, das geht mir auf die Nerven. Mann. Da habe ich heute wieder einiges hin und her genervt, ey. Nein, das ist nicht unser Ziel. Also hör auf, die ganze Zeit zu lügen. Mann, das nervt mich was. Irgendwie habe ich das Gefühl zu wissen, was da los ist gerade. Hat er sich pennen gelegt? Der hat sich pennen gelegt, glaube ich. Wenn ich ihn wirklich hab, dass er sich pennen gelegt hat, dann habe ich ihn gleich. Und der Drachenälteste pennt. Nach Mist. Falsch. Der ging mir richtig auf den Sack, Alter. Dieser Windtyp. Da weiß ich tatsächlich gerade den Namen nicht mehr. Der ging mir richtig auf den Sack, Alter. Oh mein Gott, ey. Na, gibst du mir mal bitte den richtigen Buff? Die Flügel müssten den weißen Buff geben. Ey, ich will den weißen Buff, habe ich gesagt. Gib mir den weißen Buff. Das ist nicht der weiße, das ist der rote. Die Flügel geben doch den weißen, oder? Das ist jetzt ein Problem. Das ist der gelbe Buff. Ich will den weißen Buff. Ist das jetzt der weiße? Es ist immer noch. Dann geben die Füße den weißen Buff. Das ist die, ach, ich komme nicht drauf, wie die heißt. Diese Gliefe, diese Käfergliefe da. Habe ich auch nie benutzt. Also ich habe es immer probiert, hat mir aber nicht gefallen. Deswegen kann ich dazu auch leider gar nichts sagen. Aber Gott sei Dank, er spielt bis jetzt nicht Hammer. Der sich wird so ausrasten, wenn der Hammer spielt. Alter, ich will den weißen Buff haben. Jetzt habe ich den weißen. Nein, ist immer noch nicht der weiße, ist immer noch der gelbe. Der Bauch? Jetzt habe ich den roten Buff auch wieder verloren. Jetzt habe ich den weißen. Halleluja. Alter. Diese. Ich komme da nicht weg. Ich komme da nicht weg. Was ist denn das jetzt da? Jetzt fängt es mit dem Buff wieder an. Und ohne die Buffs brauche ich gar nicht anfangen. Mann, hör auf am Boden rumzukribbeln. Verflucht nochmal. Ich finde das so schön. So schön, wie die Tastatur vergewohltätigt wird. Herrlich. Woran bin ich jetzt eigentlich gerade abgeprallt? Würde ich gerne mal wissen. Und wieso bin ich jetzt gerade nicht abgesprungen mehr? Ja, nee, ist klar. Wenn er nicht immer am Boden rumkribbeln würde, jedes Mal, Alter. Hör auf am Boden rumzukribbeln. Verflucht mal, was machst du denn da? Hau endlich ab da, verfluchte Scheiße. Der hat mir eingesperrt, der Wichser. Hör auf am Boden rum zu krüppeln. Geh weg da jetzt. Was soll denn das? Hör doch mal auf am Boden rum zu krüppeln. Verflucht nochmal. Der Wichser hat mich eingesperrt. Jetzt werde ich aber gleich aggressiv hier. Unfassbar. Eigentlich hätte ich den jetzt lässig besiegen müssen. Ich hasse es. Ich hasse es. Gib mir jetzt eine anständige Antwort, wo ich hin soll. Wieso springst du nicht? Und jetzt macht er wieder seinen verkackten Wirbelsturm dahin. Dass ich ihn auch ja nicht erwisch, wo es zu wieder zu eng ist hier. Mann. Ey, ich gebe zu, der Gegner ist wirklich motherfucking nervig. Der ist wirklich, der ist richtig nervig. Vor allem mit Hammer, wo du sowieso nicht so mobil bist, ist das schon echt ein nerviger Gegner gewesen. Also der ist mir auch ein bisschen auf den Sack gegangen. Ey, das ist jetzt auch nicht wahr, oder? Wetten, weil ich jetzt aufnehme, wird es wieder nix. Verfick nochmal, verpiss dich da jetzt. So. Kann ich jetzt einmal einen richtigen Angriff machen? Verdammt nochmal! Hör auf, am Boden rum zu krüppeln! Der krüppelt nur am Boden rum. Oh, schön, Rainer.
Ey, ich dachte, das ist jetzt schlimm, aber mittlerweile finde ich es ganz lustig, Rainer da versagen zu sehen. Na klar. Ist der was? Leck mich. Fick dich. Fick dich, du asoziales Stück Scheiße. Das ist ein ikonisches Meme, dieser Sound. Das ist wirklich ein ikonisches Meme. Mal ernsthaft, nimmt mal einer seine Tastatur aus seinem Ecke hat. Ja, wirklich, besser wär's. Welches Monster Hunter würdet ihr mir empfehlen? Hab's noch nie Monster Hunter gespielt. Ich würde tatsächlich Monster Hunter World empfehlen. Also das, was er gerade spielt. Das ist am einsteigerfreundlichsten, wie ich finde. Und es ist auch gleichzeitig das Größte. Also World ist geisteskrank gut. Also wenn du anfangen willst, fang mit World an. Mega nice. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Jetzt verreck ich's nur noch wegen dem Scheiß, weil deine Platz zu eng ist. Gerade lief es so verdammt gut, ich bin nicht ein einziges Mal verreckt. Drecksviech, elendiges Drecksviech. Wie kann man sich auch so exorbitant viel darüber aufregen? Weißt du, Rainer, du kannst versuchen auszuweichen, dann wirst du mal getroffen, du liegst am Boden, dann wirst du gekillt. Und anstatt den Fehler bei dir zu suchen und vielleicht den Gegner ein bisschen mehr zu analysieren und vielleicht zu gucken, wie weiche ich wann, wo, wie aus. Elendiges Drecksvieh, alles ist blöd. Ich will nicht daraus, ich will dieser Scheiße, Mann! Das ist wie ein kleines Kind. Das finde ich so faszinierend. Wie ein kleines Kind, Junge. Wieso ist das hier anders eingestellt? Wieso ist diese verfickte Urtruhe da unten und nicht oben, wo sie hingehört? Verflucht nochmal, ich hasse es. Diese Scheiße, sowas regt mich auf, Junge, jetzt diese Scheiße da! Okay. Stimmung ist sehr neutral heute wieder, ne? Ja, der Bruder, sehr neutral halt alles wieder. Sehr schön. Mann! Das kann ja nicht sein, jetzt hier, mach hinne! Mann, ich hab keine Zeit dafür, diese Scheiße! Verflucht nochmal, ich will den jetzt schaffen. Ich hab mich so gut geschlagen jetzt gerade. Hä? Rainer? Wo hast du dich denn gut geschlagen? Hä? Du hast dich gut auf den Boden geschlagen, aber mehr auch nicht? Hä? Wieso muss ich jetzt noch höher? Jetzt hab ich den Lebenswandel zu früh ausgezogen. Gott verfluchte Scheiße nochmal. Jetzt ist er wieder da oben. Wenn er pennt, wäre halt richtig geil. Er pennt echt, Alter. Wo ist sein Kopf? Hier ist sein verfluchter Kopf. Er benutzt wenigstens Bomben. Immerhin, immerhin. Ja, jetzt habe ich ihn. So. Und das ist typisch Rainer. Anstatt sich zu freuen, dass er was geschafft hat, was man nicht gleich geschenkt bekommen hat, regt er sich drüber auf. War das eigentlich nicht geplant. Also natürlich mal wieder beschissen gewesen. Und nein, wir spielen aktuell nicht auf dem Master-Rank-Modus. Rainer, Master-Rank, da würde ich dich gerne sehen. Ja, es ging tatsächlich, hätte er Hammer gehabt, wäre das ganz anders ausgegangen. Aber Rainer versagt in Monster Hunter World, ich habe mich der Angst gestellt. Und wir haben uns den Bums zusammen gegeben. Gott sei Dank. Kein Hammer gehabt. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich muss sagen, zum Ende wurde es besser. Am Anfang bin ich sehr, sehr nett geworden. Am Ende kommen natürlich noch alle Mitglieder ab. Wongel Level 5. Nämlich haben wir hier den Sputtelpol, Laura. Dann haben wir Maidral, Link in Top, Martinius, Jenny Low, Kadi Different, Jasminia, Supernova, Turi Wolfer High, Jana, Bau, Wolf, letzten Endes Lost Hope. Das ist ne Duise, ERC, Steffen Ott, Sauerkraut, Marvin McGallen, du erstmal Die for Peace, DB Sicherheit, Gamma Gandalf, Hazard, Lasse Neiström, Orbitale Skalaha, bitte, natürlich, was sonst, Konsolen Buddy Franz W., Crazy Bull, Unterbelichtetes Ogerstübchen, Perry Roden, Stylus Dogs, Lilith die Grausame, Shorty Templar, Julie aus Versehen, Madame Pompadour, Anna Gärtner, Stefan Alucard Kuhn, Daniel Schizoid Sam, God Blessed Name, Fotoschnäpfi, Pilgerfreund aus dem Osten, Irrelevant, Metal Max, Chaka, LP Kobol, Snake Bite, Let's Play Terminator, Reiner Zufall, Dick, das Hampelstilzchen, der Kaffier,
Luldrak, Marco Mimsi, Christian Steifen, Gernot, Andreas N., Barb7, Juna, Dean Milli, Big Choice, D-Black, Powder, Loves Plinfer, Sabine Scholl, dann wieder der lange Strich, den ich nicht vorlesen kann, Duvetsack, Sohne Chica, I Have No Mouth, Piotro Goms, Frido, Mr. Z, Dave Albright, Patrick, Alan, Raccoon, Oxynon, Piotr, ich kann es nicht aussprechen, Green Lotus, Daguk, Lukas Sa, The Real Koloss, Van Oger, Planlos TV, Christoph Schmaul, Quintus, Rainer Weixer, Gagator, Bierbaron, DJ Schrumpf, Schlauch, Regentonnenente, Jane Doe, Xenomorph und Volker Put. Und ein besonderes Danke geht natürlich raus an die Wunge Level 10 Mitglieder. Ja? Die muss ich erstmal hier suchen. Der brennende Mikrowellenwaffen darf natürlich nicht fehlen. Südamix Game Pro. Inferi ist mit am Start. Dann haben wir noch, ich suche panisch, Mr. Käsekuchen. Ja? Wen haben wir hier noch? Wir haben German Grizzly, Horst Kevin, Blender, Turben, Süd, Croissant-Container, ich bin der Drache, verdammte Axt, natürlich, Haut ist keine Emotion und Katzenmulle. Vielen lieben Dank für euren Support.